Kate Middleton oder auch Catherine, Princess of Wales. Wir haben sie gerade wieder im Fernsehen gesehen, bei der Krönung von Prinz Charles oder König Charles jetzt. Eine Frau, die ein Facelift hatte. Nein, ich glaube, Facelift hatte sie keine. Ich glaube auch, dass sie vielleicht gar nicht so viel Behandlungen hatte, wie wir meinen. Weil wenn wir uns ein paar Bilder von der Krönung anschauen und überlegen, wie alt die gute Dame ist, dann sehen wir doch, dass das eine sehr hübsche Frau ist, wo vielleicht doch ein bisschen etwas gefuchst wurde. Der Grund dieses Videos ist aber diesmal weniger, um Kate Middleton auseinander zu pflücken und zu schauen, was sie alles gemacht hat, sondern an ihren Bildern, und das werden wir gleich sehen, möchte ich einen ganz bestimmten Aspekt des Alterungsprozesses heute besprechen, den ich noch so detailliert noch nie besprochen habe. Also starten wir los. Die Bilder von der Krönung sind ja relativ interessant, aber was ich eigentlich noch machen wollte oder aufmachen wollte, und das ist eines der spannendsten Bilder, bei dem wir ein bisschen länger hängen bleiben werden, ist dieses Bild. 2008 bis 2023, ein paar Jährchen wieder vergangen, und zwar viele Jahre. Und das, was du auch siehst, ist, wenn du auf das Bild schaust dann, und ich die Jahreszahlen weggeben würde, weißt du, in welchem Bild sie jünger und in welchem Bild sie älter geworden ist. Und das hat mit vielen Dingen zu tun und hat eben, und deswegen haben wir sie genommen als Beispiel, eben nicht damit zu tun, dass die Nase jetzt irgendwie anders ausschaut oder dass die Lippe irgendwie aufgespritzt wurde oder dass die Oberlider gemacht wurden. Sie ist relativ natürlich schön, das heißt, ich glaube, dass operativ wenig bis gar nichts gemacht wurde. Das, worüber wir intern sehr diskutiert haben, waren die Augen. Wenn man die Augen anschaut, dann hat man das Gefühl, dass das Auge ein bisschen hohler geworden ist im Endeffekt. Dieses hohle Werden entsteht einerseits durchs Alter. Man sieht es eh bei mir, ich bin auch noch nicht Oberlid gestraft und man sieht auch bei mir, dass die Augen hohler sind. Aber trotzdem passiert bei ihr das Gleiche, was bei mir passiert. Auch es im inneren Teil beginnt das Fettgewebe sich so ein bisschen nach vorne zu arbeiten und es entsteht einfach so ein leichtes laterales Hooding, wie man sagt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ihre Oberlider nicht operiert sind und trotzdem, wenn wir es genauer anschauen, fallen uns Dinge auf, die dazu führen, dass sie eben ein bisschen älter wirkt, was ja auch okay ist. Wir wollen ja alle nicht ausschauen wie 15-jährige Buben und Mädeln, sondern es ist auch gut, wenn wir unsere Falten bekommen, wenn wir ein bisschen das Leben, das wir auch erlebt haben, ein bisschen in unserem Gesicht entsteht, weil dadurch werden wir auch reifer. Aber beginnen wir es mal von oben nach unten zu gehen. Ein Riesenthema, das man immer wieder bei Menschen haben könnte, ist der Haarensatz. Das heißt, der Abstand wo vom Haarensatz bis zur Augenbraue oder man könnte auch sagen bis zum Nasium, diesen Abstand, den könnte man berechnen. Bei uns Männern ist es so, dass dieser Haarensatz sehr oft vor allem seitlich in den Schläfen nach hinten geht, aber auch vorne der Stirnhaaransatz nach hinten geht. Und das ist schon mal der erste Punkt bei ihr, wo man ganz klar sagt, nein, das hat sie eben nicht, ihr Haarensatz ist relativ gleich. Dass da ein paar kleine graue Härchen raussprießen, zeigt uns, dass sie wahrscheinlich gar nicht so ihre natürliche Braunhaarfarbe heute hätte. Das heißt, Haare, und das ist schon ein Riesenthema, die Haarfarbe ist für uns sofort ein Erkennen, ich sage immer so im Affenrudel, was der Silberrücken. Wenn jemand grauhaarig ist, dann wird das automatisch für uns ein bisschen älter eingestuft. Aber auch das ist eben bei ihr nicht der Fall eigentlich. Gehen wir die Stirne weiter runter. Wenn wir uns die Stirne anschauen, dann hat sie quasi damals ganz leichte Faltenbildung gehabt, die nahezu identisch geblieben ist. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ist das wirklich auf natürliche Art und Weise so geblieben? Und da kommen wir jetzt schon zu dem Punkt auf der Stirn, wo wir eigentlich verschiedene Schichten nochmal genau besprechen müssen. Die erste Schicht, grob gesagt die Haut, besteht aus vielen Schichten, grob gesagt aus der Hornhaut und der Lederhaut. Und ich kann mit Behandlungen diese Schichte so positiv beeinflussen, dass sie einfach in dem Zellumbau ein bisschen begünstigt wird und dass der natürliche Zellumbau, der immer weniger wird, trotzdem ein bisschen beschleunigt wird. Das sind in meinen Augen ganz klar Needling-Themen. Das heißt, sobald ich mit einer Nadel, und da kann ich mit der Nadel kann ich relativ gezielt tief in die Dermis, in die Regenerationsschicht einstechen, wenn ich die Haut dort reize, egal ob das jetzt Radiofrequenz-Needling ist oder normales Needling ist, da kann man lange drüber diskutieren, dann kann ich einen positiven Effekt wirken, wenn ich die mit Nadeln die Haut öffne und dann die richtigen Seren nach der Behandlung reingebe, kann ich das auch nochmal positiv beeinflussen. Also Haut ist das eine Thema, dann haben wir das Fettgewebe und zum Fettgewebe werden wir heute etwas genaues besprechen, vor allem auch Fettgewebe und Muskeln. Und wenn wir sehen, dass diese Faltenbildung in den Jahren so wenig sich verändert hat, dann sag mir mal so, da lasse ich mich einstechen, wenn die Dame nicht in den Botox-Topf hineingegriffen hat, weil
Das ist wie eine Jean in der Kniebeuge, wenn man die Jean jahrelang tragt und dort Falten entstehen, dann scheuert sich die Hose dort auf, und auch bei uns im Gesicht entstehen dann statische Falten, die sie eben nahezu nicht hat, die sie auch relativ wenig in den Krähenfüßen hat, die sie eigentlich so gut wie gar nicht in der Zornesfalte hat. Und das wäre voll okay, wenn sie das hätte, und das hat sie aber nicht, und deswegen ist meinen Augen nach der Botox-Topf ganz klar getroffen, aber trotzdem, wenn wir uns anschauen, eigentlich nahezu gleich geblieben, oder? Was nicht gleich geblieben ist, ist, da denke ich mir echt, ich sollte eigentlich YouTube Live-Videos machen, ist ein ganz wichtiger Bereich, auf den ich großen Fokus immer lege beim Unterspritzen. Schaut euch das mal an, die Schläfe. Wir haben hier einen Umbruch zwischen dem Stirnmuskel und dem großen Temporalmuskel, den müsste ich eigentlich rot zeichnen, das ist ein großer Muskel hier hinten. Und dieser Umbruch, der hat auch einen Namen, das ist die Crista temporalis. Und diese Crista temporalis, an der beginnt dann das Gewebe einzusinken. Und wenn wir uns den Unterschied zwischen 2008 und 2023 anschauen, dann ist die Augen, ist die Schläfe in dem Bereich eingesunken, was dazu führt, dass die Augenbraue im Endeffekt ein bisschen nach unten wandert. Das heißt, das, was wir alle haben wollen, dass die Augenbraue ein bisschen nach oben wandert, der erste Schritt eigentlich, um das zu machen, ist jetzt nicht nur unbedingt Botox zu spritzen, sondern muss ich eigentlich diese Grube, die entsteht, die natürlich entsteht durch die Fettatrophie, auffüllen. Und dann kann ich das positiv beeinflussen. Und sowohl die Stirn, wir sehen in diesem Bereich eine kleine Depression, das heißt eine Vertiefung. Wir sehen im Bereich der Schläfe eine kleine Depression, die relativ wenig ist. Aber diese Stirn wird dadurch auch schmäler im Endeffekt. Also was man in den Fotos sieht, ist, dass das Kopf ein bisschen schmäler wird. Und das führt dazu, dass Kate ein bisschen älter wirkt. Weil älter hat auch damit zu tun, dass man knöcherner wird. Das heißt, wenn das Gesicht irgendwie weniger Volumen hat in allen Bereichen und knöcherner wird, dann erscheint es jünger. Und jetzt stellt sich wahrscheinlich die Frage, ob ich mir schon die Schläfen aufspritzen habe lassen. Aber das erklären wir in einem anderen Video. Wandern wir weiter runter. Ein großer, oder was ich nicht verstehe und was sie auch gemacht hat, sie hat einfach die Augenbraue dicker angezeichnet, künstlich in irgendeiner Form verändert, als es früher war. Ist anscheinend trendy. Ich kann dem Trend noch immer nichts abgewinnen, weil ich das, mir persönlich gefällt es nicht. Das ist nichts Falsches dran, aber mir gefällt es nicht. Und die Augenbraue ist aber, oder dieser Abstand zum Auge hat sich bei ihr einfach leicht verändert. Das ist auch dieses Wulstige, was eigentlich für Jugend spricht, ist ein bisschen weggegangen. Und das ist der erste Punkt, warum wir das Gefühl haben, dass das rechte Bild ein bisschen älter ist, was ja logischerweise ist, 2023, als das linke Bild. Wandern wir weiter runter, kommen wir zu den klassischen Fältchen um die Augen. Die kann ich auch schon bieten übrigens. Diese Faltenbildung um die Augen hat auch immer etwas mit dem Alter zu tun. Und wir wissen aus den sogenannten Heatmaps, ist so, dass ich in die Augen oder quasi, dass ich jemanden zwischen Augen und Nase schaue und dann beginne weiter nach unten zu schauen, sobald derjenige zum Sprechen begonnen hat. Und da sehen wir eben auch bei ihr die klassische Faltenbildung. Wiederum ganz verrückt, komisch eigentlich, Wangen alles so wie früher nahezu. Sie lacht in dem Bereich ein bisschen stärker als auf dem Foto davor. Beziehungsweise kommen wir zu dem wichtigsten Punkt jetzt für mich, was denn im Alter passiert. Diese Falte hier, ich muss die Falte grün anzeichnen, diese Falte hier, die sie immer schon ein bisschen gehabt hat, die ist stärker geworden. Und die Frage ist, warum ist die stärker geworden? Und die Frage ist, könntest du das beantworten? Ja, das kannst du, und zwar in genau 60 Sekunden, wenn ich es erklärt habe, wie diese Falte entsteht. Stell dir Folgendes vor, oder brauchst du nicht vorstellen, wir haben quasi Muskeln, das ist der Zygomaticus major, wir haben Muskeln, die das Gewebe nach oben ziehen, die das Gewebe nach unten ziehen, in alle Richtungen verziehen. Okay? Wir haben Fettgewebe, die diesen Muskeln standhalten. Das heißt, die Muskeln haben natürlich einen Ursprung, einen Ansatz und sind in Fettgewebe eingebettet. Eigentlich hätte ich das auf der anderen Seite zeichnen sollen und ich gehe auch da schon kurz rüber. Also wir haben Fettgewebe, das wichtig ist für das Volumen, aber dieses Fettgewebe gibt auch dem Muskel, der in irgendeine Richtung zieht, einen Widerstand. Und wenn dieser Widerstand, und das Fettgewebe ist auch hier in dem Bereich, wenn dieser Widerstand aber nachlässt, dann passiert Folgendes, dass der Muskel, der genauso stark ist vom ersten Tag des Lebens wie, also der mimische Muskel ist genauso stark im ersten Tag vom Leben wie an dem Tag, wo wir dann in die Kiste schlüpfen, aber das Fettgewebe oder der Support vom Weichteilgewebe
ist geringer. Das heißt, es ist weniger Widerstand vom Fettgewebe da. Und das führt dazu, dass der Muskeltonus im Endeffekt stärker wird. Das heißt, auch wenn ich nicht die Muskulatur bewege, der Grundtonus des Muskels wird stärker. Und dadurch entstehen diese stärkeren mimischen Falten, die im Endeffekt, wenn wir es länger machen, wenn wir länger nichts tun, auch bestehen bleiben. Und ich glaube, es ist eben meine linke Nasolabialfalte ist ein bisschen stärker als die rechte. Auch bei mir ist das natürlich schon ein Thema. Der Support von hinten fehlt und damit entstehen statische Falten, weil der Muskeltonus stärker wird. Das heißt, eigentlich muss ich den Muskel modulieren, deswegen ist auch das Botulinumtoxin im unteren Gesichtsdrittel so wichtig, und das Fettgewebe ersetzen. Und das mache ich eben nicht, indem ich die Nasolabialfalte spritze oder die Augen aufspritze, sondern ich muss Fettgewebe ersetzen, wo man gar nicht dran denkt. Und das beginnt im hinteren Bereich der Schläfe, das beginnt im ganzen Wangenbereich, aber nicht um etwas aufzuspritzen, sondern um, so wie ich sie in diesem Bild zeige, dem Gesicht oder dem Muskel einfach wieder mehr Support zu geben. Und das ist das, was man machen muss. Gehen wir noch ganz kurz weiter zu einem spannenden Bild, dem 2011-2023er Bild, wo wir ein bisschen vielleicht das Gefühl bekommen, was ich gerade gesagt habe. Und zwar sehen wir hier jetzt, dass das Gesicht fast ein bisschen runder ist. Also wenn ich jetzt hier wetten müsste und die Breite, das hat natürlich jetzt alles mit dem Abstand der Kamera zu tun, aber wenn ich das Gesicht von der Breite anschaue, dann sehe ich, dass das Gesicht ein Stückchen voll ist. Das können verschiedenste Sachen sein, das können Hormone sein, das kann quasi sein, also der Wasserhaushalt, der durch viele Dinge gesteuert wird, kann auch sein, dass sie gerade unterspritzt wurde, kann auch sein, dass sie krank wurde, dass sie Medikamente nehmen musste. Also interpretieren wir da vielleicht nicht zu viel rein, aber das, was ich sehe, ich gebe diese Striche und diese schlecht gemalten von mir weg, was ich sehe, ist, dass sie fast ein bisschen breiter wirkt, ganz speziell hier im unteren Drittel des Gesichts. Und diese Breite spricht für mich dafür, dass einfach über die Jahre bei ihr immer wieder gefuchst wurde, immer wieder Volumen ersetzt wurde, in Wahrheit genauso, wie ich es mache oder wie ich es versuche zu machen, so zu unterspritzen, dass man es im Endeffekt nicht sieht, aber trotzdem gut ausschaut. Das finde ich fast ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Hopp, eine Folie zu weit gehupft. Was ich noch zeigen wollte eben ist, dass sie, warte mal, ich bin jetzt wirklich zu weit gerutscht, ein runderes Gesicht hat. Wir gehen nochmal zurück. Wenn wir uns jetzt diese beiden Fotos anschauen, die Reality-Check-Fotos, ich blende mich da nur ganz kurz aus, dann sehen wir etwas Spannendes, was wir in vielen Videos schon besprochen haben, dass nämlich gutes Make-up die Dinge, die wir haben, verdecken. Das heißt, die Faltenbildung verdeckt, da ist viel Pappe drauf. Was es nicht verdeckt und was ich der Kate raten würde, ist die Schläfe zu unterspritzen. Man könnte sicherlich auch hier im Bereich der Jawline ein bisschen etwas machen, um eben diese Faltenbildung, die ich jetzt gerade vorher angesprochen habe, diese Faltenbildung und die auch hier ist, zu unterstützen, weil diese Faltenbildung damit zu tun hat, dass die Muskulatur einfach übernimmt, zu wenig Support vom Fettgewebe ist. Und damit könnte man noch minimale Dinge verbessern bei jemandem, der schon von sich aus so wahnsinnig hübsch, schön, toll, erfolgreich, super Mama, super Ehefrau und alles ist, was man sich wünscht, eine richtige Prinzessin, wie sie im Bilderbuch steht. Das Reality-Check-Foto daneben finde ich extrem cool, eigentlich auch, wo man sieht, wie natürlich sie ausschaut, wie lieb sie lacht und wie gut es ihr anscheinend hoffentlich geht, was in diesen Kreisen ja auch nicht immer das Thema ist oder nicht immer klar ist. Abschließend, das wisst ihr auch, oder wir wollen noch die Face-Shapes besprechen. Ich habe es leider schon ein bisschen vorgeklickt, aber nochmal zusammenfassend, es gibt ja verschiedene Gesichtsformen, die wir haben, und die heutzutage vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen besser gefallen, ganz stark dieses verkehrte Dreieck, das ein Riesenthema ist, oder dieses Heart-Shape, das sind diese Püppchenfiguren, die man irgendwie immer wieder in diversen veränderten Formen sieht. Und das, was sie hat, aber ich habe schon vorweggenommen, ist ein Oval-Shaped Face, ist keine Wertung, sondern ist nur ganz klar, wohin die Reise geht. Und bei diesem Oval-Shaped-Gesicht muss man eben eines aufpassen, und das haben wir hier gezeigt, dass ich ja nicht zu breit bei ihr werde. Das heißt, wenn ich unterspritze, darf ich hier nicht über den Rand hinausgehen. Und ich glaube, in dem Foto, oder dieses Foto erscheint für uns vielleicht so ein bisschen komisch, weil es ein bisschen zu oval, ein bisschen zu rund wird. Und deswegen erscheint das so, wie wir es vielleicht nicht haben wollen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Heute ein bisschen etwas anderes. Die Wichtigkeit des Fettgewebes in der Kommunikation mit dem Muskel besprochen. Und ich freue mich auf Kommentare. Nicht zur Monarchie haben wir gesagt, weil zur Monarchie habe ich auch nichts gesagt. Und ich freue mich vor allem, wenn wir uns bei einem der nächsten Videos sehen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann ist es dringend notwendig zu subscriben dem Kanal, weil wir bringen wirklich lustige Videos und werden jetzt auch wieder mehr Behandlungsvideos demnächst bringen. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ciao und Baba.